Was hast du dir für deine Starcoins, für die 250 Starcoins, was hast du dir dafür gekauft? Oder sparst du sie vielleicht noch? Hallo ihr großen und kleinen Träumer da draußen, mein Name ist Tamakash und du siehst eine weitere Folge von Star Stable Online. Wie gewohnt am Montag gibt es jetzt den Wochenrückblick von der Kalenderwoche 33. Ich hoffe, du hast viel Spaß daran, denn die Woche war prall gefüllt mit Neuigkeiten. Im Hintergrund siehst du wie gewohnt das Träumertreffen laufen, dieses Mal das Träumertreffen von gestern, dem 21.08. Wenn du auch mal mit dabei sein möchtest, lade ich dich herzlich ein. Am nächsten Sonntag um 16 Uhr auf Server 4 treffen wir uns immer bei Rosi, der Kuh. Der Montag startet ja bei Star Stable wie gewohnt mit dem Monday Fun Day. Dieses Mal hat ein selbstgezeichnetes Bild von der Sarah Water Mountain diesen Platz gekriegt. Und das ist wirklich sehr hübsch. Sie hat ihren Friesen gezeichnet und der Dark Prince sieht schon sehr, sehr toll aus. Vielen Dank, Sarah, für das tolle Bild. Der Dienstag ist ja eigentlich dann immer ruhig und ich hatte diesen Dienstag auch nicht damit gerechnet, dass noch irgendwas Spektakuläres passiert. Nicht so wie hier jetzt. Ne, hier passiert nämlich spektakulär, wie man nicht einen Berg hochklettert. Gott sei Dank war ich nicht alleine. Ihr habt mich nicht im Stich gelassen. Es waren einige, die Probleme hatten, da hochzukommen. Halleluja, ich war nicht alleine. Aber da oben ist wirklich ein toller Ort, den Samantha gleich zeigen wird. Dieses Mal war es am Dienstag bei Star Stable tatsächlich anders, denn es gab den ersten Code, den ersten Gutscheincode der Woche. Und zwar heißt der Ferragosto. Dafür gibt es ein richtig cooles T-Shirt mit so Palmen drauf. Man sieht das hier jetzt so ein bisschen, man hat das gerade so ein bisschen gesehen. Die Rosemary hat das T-Shirt nämlich an. Falls du den Code noch nicht eingelöst hast, Ferragosto heißt er. Ich habe ihn dir hier jetzt auch eingeblendet. Hier oben übrigens ist ein Picknickplatz, den finde ich richtig toll und den hatte ich auch noch nicht entdeckt. Hast das vielleicht gerade oben rechts gesehen? Das Entdecken funktioniert nämlich wieder. Und das ist wieder reingekommen mit dem Update am Mittwoch. Das Update war wieder prall gefüllt mit allerlei. Es gibt neue Quests auf dem Südhof. Ich komme ja leider noch nicht hin. Du siehst das hier. Ich bin noch nicht ganz Level 7 und es dauert noch ein bisschen, bis ich da angekommen bin. Wir reiten jetzt hier der Samantha hinterher. Sie führt uns jetzt Richtung Moorland-Championat. Und nach Südhof, wie gesagt, komme ich noch nicht. Da hat der Jonas eine neue Quest. Und das ist schon toll. Ich freue mich, neue Quests sind immer super. Ich freue mich auch, wenn ich endlich zum Südhof kann, weil meine Tochter spielt ja auch und sie hat gesagt, das ist da richtig, richtig toll. Und das ist nicht das Einzige, was gewesen ist am Mittwoch. Denn der Mittwoch war der Tag des 250. wöchentlichen Updates. An dieser Stelle wirklich meine Gratulation, Star Stable. 250 Updates ist echt richtig viel. Und als kleines Dankeschön an uns hat Star Stable weitere Codes rausgehauen. Das heißt, nach dem Dienstag kamen am Mittwoch gleich neue Codes. Und zwar diesmal waren es Codes für Starcoins. Viele von euch werden sich darüber gefreut haben. Die Codes waren sehr einfach zu erraten. Sie lauten SSO1, SSO2, SSO3, SSO4 und SSO5. Jeder Code bringt 50 Starcoins. Solltest du sie noch nicht eingelöst haben, würde ich es unbedingt machen, denn 250 Starcoins ist schon echt eine Menge. Also das finde ich richtig cool. Mit dem Update, das am Mittwoch kam, funktionieren jetzt übrigens auch die Transporter wieder. Gott sei Dank, ich kann jetzt nämlich auch mit den Transportern durch Jorvik wandern. Das ist echt super. Ich habe jetzt meinen Heimatstall doch zum Jorvik-Stall verlegt, weil jetzt bin ich ja ein bisschen mobiler mit den Transportern, weil mir der Stall da oben so gut gefällt. Ich bin da zwar echt irgendwie am Popo der Welt, aber ich finde es da ganz schön.
Hier sind wir jetzt übrigens beim zweiten Lieblingsplatz von der Samantha angekommen. Und ja, das ist schon, wir versinken da etwas im Stein, aber der Ausblick ist schon richtig, richtig cool. Also das hat mir schon sehr gefallen. Übrigens gab es auf der Star Stable Facebook-Seite in dieser Woche auch gar nicht so viel Geschimpfe. Letzte Woche gab es ja irgendwie so einige, die sich dann, ja, also ich sag mal nicht beschwert, aber die dann einfach ein bisschen rumgemeckert haben. Das war diese Woche anders. Viele haben sich gefreut. Die vielen Codes sind natürlich gut angekommen. Viele konnten sich endlich ihr Lieblingspferd holen, worauf sie schon lange, lange gespart haben und so weiter und so fort. Und natürlich sind auch bei Star Stable massenhaft Glückwünsche eingegangen. Immer wieder tauchte die Frage auf, wo kann ich denn eigentlich darauf achten, wie kriege ich das mit, dass es neue Starcoins gibt? Also zum einen, ich kriege das mit auf der Facebook-Seite. Zum anderen bekomme ich das natürlich auch im Ingame-Chat mit. Da wird es einfach auch immer wieder geschrieben. Oder ja, auf YouTube bei Zap oder so, ne? Also Kadi, die ist da auch sehr schnell. Die bringt da immer sehr schnell Videos raus. Da kriegt ihr das dann schon mit, wenn neue Gutscheincodes rauskommen. Bei mir gibt es das dann halt immer im Wochenrückblick zu sehen. Wir machen uns jetzt hier auf den Weg. Wir möchten jetzt, bevor wir den dritten Platz aufsuchen, noch ein kleines Picknick veranstalten. Und das machen wir jetzt auch. Jetzt reiten wir hier schön am Strand lang und werden jetzt gleich in Ruhe noch picknicken. Während das Mittwoch-Update doch richtig, richtig cool gewesen ist. Das Entdecken gehen wieder, die Transporter gehen wieder. Neue Quests gab es auch. Es wird toll. Ich bin gespannt, was das neue Update uns dann bringen wird. Dann habe ich gedacht, also jetzt ist ja eigentlich schon viel passiert, jetzt müsste es ja eigentlich ein bisschen ruhiger werden. Das dachte ich am Mittwoch noch. Ja, da hatte ich dann aber weit gefehlt, denn am Donnerstag gab es den nächsten Gutscheincode. Also das ist wirklich eine Woche der Gutscheincodes gewesen. Unfassbar. Dieses Mal wieder für ein T-Shirt. Und das war einfach so cool. Ich habe ja bei meinem Pony, das ist ja so in grün und gelb, ne? Also, wenn du schon das ein oder andere Video gesehen hast, hast du es vielleicht gesehen. Mein Pony ist ja so grün-gelb. Und ich bin den ganzen Tag unterwegs gewesen und wollte irgendwie ein schönes grünes T-Shirt oder eine grüne Bluse. Und die Bluse, die ich haben wollte, da hatte ich noch nicht genug Schillinge für gesammelt. Und ach, keine Ahnung. Und dann kam dieser neue Gutscheincode, den ich natürlich gleich eingelöst habe. Der da übrigens heißt Summer 2016. Und da gibt es tatsächlich ein grünes T-Shirt. Und ich fand es so lustig, auf dem T-Shirt ist ein Käfer drauf. Käfer bedeutet auf Englisch, Käfer auf Englisch ist Bug. Daher kommt übrigens auch der Begriff in einem Spiel, das ist ein Bug. Ne? Und ich fand das so nett. Star Stable hat auf der Facebook-Seite geschrieben, dieser Sommer war mit vielen Höhen und Tiefen schon sehr verrückt und ihr habt dabei immer an unserer Seite gestanden und uns unterstützt. Das wissen wir wirklich sehr zu schätzen. Deswegen haben wir ein T-Shirt für euch erstellt, um euch zu zeigen, dass wir eure Nachrichten, Bitten, Probleme und so weiter sehr ernst nehmen. Und dann halt dieses Bug-T-Shirt, denn natürlich, es gab einige Bugs, ne? Die Transporter, wie gesagt, haben nicht funktioniert. Dann gab es den Rennbug, ne? Also diesen Speed-Bug, wo dann die Leute bei den Championaten so betrogen haben. Wir sind jetzt hier übrigens unterwegs zum letzten Lieblingsplatz von der lieben Samantha. Und es gab, wie gesagt, es gab einige Bugs und das war schon ja teilweise etwas mühsam, muss ich ganz ehrlich sagen. Hier wird jetzt nochmal ein kleines Gruppenbild gemacht. Wir genießen die schöne Aussicht und entscheiden uns, dann noch ins Shopping Center zu gehen, wo wir uns gleich hin auf den Weg machen werden. Denn da möchten wir auch noch ein Gruppenfoto machen, noch einen Kaffee trinken oder eine Pizza essen und noch einfach noch ein bisschen quatschen. Und dahin machen wir uns jetzt unterwegs. Es ist wenig gemeckert worden tatsächlich, aber es gab tatsächlich trotzdem leichte Probleme. Also es war zum Beispiel, haben welche geschrieben, das Spiel stürzt laufend ab. Ich habe da Gott sei Dank keine Probleme. Also ich habe hin und wieder Netzwerkfehler gehabt, aber das war ganz selten. Also es kam nicht so häufig vor, von daher fand ich das jetzt alles nicht so dramatisch. Der große, ja, aber das große Ganze hat sich doch sehr bedankt und sehr gefreut und ja, fand ich schon sehr, sehr nett. Das war also der Donnerstag und
Donnerstag ist bei mir zu Hause übrigens immer Pizzatag. Deswegen passt das jetzt ganz gut, dass wir hier Pizza essen gehen. Da gibt es bei uns in der Pizzeria immer Pizza zum Heimpreis. Ja, das war der Donnerstag. Dann am Freitag gab es noch eine Nachricht von Star Stable auf Facebook. Unfassbar. Also es war wirklich, es war eine prall gefüllte Woche. Deswegen wird die Folge jetzt hier auch, deswegen, ich laber so viel, ne? Aber ja, was soll ich machen? So ist das eben manchmal. Also, falls ihr, das ist vielleicht noch ganz interessant für den einen oder anderen, wenn ihr an das Support-Team geschrieben habt, dann bekommt ihr normalerweise eine Benachrichtigung per E-Mail, ne? Da steht dann drauf, vielen Dank, dass du dich beim Support von Star Stable gemeldet hast. Es wird sich jemand darum kümmern. Hier machen wir jetzt übrigens Gruppenfoto auf der Bühne und wir machen immer nicht nur ein Gruppenfoto, sondern wir machen auch tatsächlich immer, ich nehme mir immer die Zeit, Einzelfotos zu machen mit jedem, der gerne ein Einzelfoto haben möchte. Das heißt, ich stehe hier auf der Bühne und die machen wir immer woanders, ne? Also dieses Mal haben wir sie halt im Einkaufszentrum gemacht und ich stehe hier jetzt auf der Bühne und dann könnt ihr nach und nach hochkommen und Einzelbilder machen. Und ich muss euch wirklich loben, es hat einfach so toll funktioniert. Das sieht man hier jetzt einfach auch, oder? Ganz großartig. Ihr seid einfach echt großartig. Das ist toll. Wenn das nicht so gut funktionieren würde, könnte ich sowas nicht machen. Wenn es da ständig Streit geben würde oder Stress, dann würde das nicht gehen. Der ein oder andere wollte dann noch ein Bild mit dem Pferd und auch da haben wir ein Gruppenfoto und Einzelbilder gemacht. Und auch das hat ganz gut funktioniert. Es kamen dann Leute dazu, die gehörten aber nicht zum Träumertreffen. Die waren dann einfach da und haben sich da so ein bisschen in den Weg gestellt und so. Aber dann bitte einfach, wenn solche Leute da sind, auf Ignore setzen. Das hilft meistens dann schon. Also es hat wirklich toll funktioniert. Es war ein super schönes Träumertreffen. Und ich danke Samantha auch, dass du uns die drei schönen Orte gezeigt hast. Ach, siehste. Das wollte ich sowieso noch schnell erklären. Wenn du auch mal deinen Ort zeigen möchtest, dein Lieblingsort in Star Stable, das muss auch nicht im Nicht-Star Rider-Gebiet sein, das kann auch im Star Rider-Gebiet sein, dann schreib mir das bitte. Schreib mir einfach bitte, ich möchte meinen Lieblingsort zeigen, es ist ein Star Rider-Gebiet. Und dein Ingame-Namen. Das schreibst du einfach hier unten drunter unter das Video. Oder du schreibst mich Ingame in einem Brief an. Und ich habe dann eine Liste. Die blende ich dir jetzt hier auch nochmal ein. Da sieht man das. Da mache ich mir dann nämlich Notizen und so. Und da schreibe ich dann immer für jedes Träumertreffen zwei Leute an. Und warte, ob dann Rückmeldung kommt und ob die am nächsten Sonntag da sind und so weiter. Und dann kommen so nach und nach alle Lieblingsorte dran und alle werden gleich fair behandelt. Deswegen habe ich jetzt niemanden spontan seinen Ort zeigen lassen. Ne? Also nur, dass ihr mich da nicht falsch versteht oder so. Ich möchte natürlich alle eure Lieblingsorte gerne sehen, wirklich von Herzen gerne. Aber ich mache das der Reihe nach, damit einfach jeder auch drankommt. Hier haben wir jetzt gedacht, wir haben uns dann nach dem Fotografieren, haben wir gedacht, machen wir noch das Rennen bei James. Da haben wir ein paar Gruppen gebildet, dass jeder so in der Gruppe landet. Ich hoffe, dass das geklappt hat. Ich kann das ja immer nicht sehen. Ich habe halt gefragt, ob alle in Gruppe sind und so. Aber es scheint dann doch, es ging dann. Ich hoffe, Lisa Swift Mountain, du bist auch noch in eine Gruppe gerutscht, denn ich glaube, du warst nicht oder so. Und ja, dann haben wir noch das Rennen bei James gemacht. Also, wo war ich? Ach ja, genau, Support-Team. Da kriegt ihr dann eine Bestätigungsmail. Und das war irgendwie kaputt. Manche Tickets sind bei Star Stable leider nicht angekommen. Sollte deins dabei sein, also hast du keine Bestätigungsmail bekommen, dass dein Ticket angekommen ist, dann musst du einfach nochmal ein neues Ticket an den Support schreiben. Darum hat es Star Stable am Freitag gebeten. Am Wochenende ist dann nichts weiter passiert, aber ich finde echt, es war eine prall gefüllte Woche voller Gutscheincodes. Also ich rechne nicht damit, dass so schnell wieder welche kommen. Das war jetzt echt viel, aber natürlich habe ich mich gefreut. Und nicht zu vergessen natürlich meine Frage der Folge. Die hat nämlich mit den Gutscheincodes zu tun heute. Ich habe sie mir bis zum Schluss aufgehoben. Was hast du dir für deine Starcoins, für die 250 Starcoins, was hast du dir dafür gekauft? Oder sparst du sie vielleicht noch? Ich habe sie noch nicht wirklich ausgegeben. Ich habe noch nichts weiter gekauft. Ich habe nach Handschuhen gesucht, aber irgendwie nichts Gescheites gefunden. Und ich habe mir wohl einen neuen Helm geholt, einen gelb-schwarzen
für mein Pony. Und ein Haustier habe ich mir geholt. Ich habe mir einen braunen Labrador geholt für die Starcoins. Und das war's. Also ich habe noch was übrig von den 250 Stück. Mich interessiert aber natürlich, was du von diesen 250 Starcoins gekauft hast. Ja, und das war schon das Video für heute. Ich hoffe, du hast Spaß daran gehabt und ich hoffe, du hattest eine tolle Woche in Star Stable. Ich hoffe, wir haben alle eine neue tolle Woche und ich bin gespannt, was uns das nächste Update bringt. Jetzt danke ich dir fürs Zuschauen und auch fürs Dabeisein. Vielleicht sehen wir uns in-game oder unter einem der anderen Videos wieder. Bis dahin wünsche ich dir eine schöne Zeit und sag ciao, ciao, deine Damakash.